Michael Hammer, aber der hat sich eh angesprochen gefühlt. Entschuldige. Nächster Redner schon am Pult ist Markus Kotzer, er ist Sozialsprecher der Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Minister, zuallererst nach der Rede vom Kollegen Leichtfried, lieber Beppo Muchitsch, du fehlst. Dann hätte man nämlich vielleicht eine sozialpolitische Rede gehört und eine Auseinandersetzung mit dem Thema. Weil, meine sehr geehrten Damen und Herren, um was geht es jetzt? Es geht jetzt darum, um das Thema Pensionserhöhung, Pensionsanpassung für das Jahr 2023 und wie wir in dieser schwierigen Zeit als Republik Österreich, als Nationalrat, auch als Bundesregierung, dieser sehr herausfordernden Zeit mit steigender Inflation, mit steigenden Preisen, bestmöglich unsere Aufträge erfüllen können, wenn es um die Frage der Sicherung von Pensionen geht. Und ich möchte mal kurz die Aufgaben, die wir tatsächlich haben, auch umschreiben. Wir haben zuallererst einmal einen gesetzlichen Auftrag und dieser gesetzliche Auftrag heißt Wertsicherung. Pensionen sind nämlich Versicherungsleistungen und wir sind per Gesetz verpflichtet, die Pensionen wertzusichern. Das ist der erste Auftrag. Der zweite Auftrag ist, dass wir einen sozialpolitischen Auftrag haben. Nämlich die Verhinderung von Altersarmut und den Menschen ein Altern in Würde gerade auch in diesen schweren Zeiten zu ermöglichen. Wir haben aber auch einen dritten Auftrag, nämlich einen wirtschaftspolitischen Auftrag. Der wird sehr oft ausgeblendet, wenn es um die Frage von Pensionserhöhungen geht. Wir gehen nämlich in Richtung einer ziemlichen Wirtschaftskrise und da geht es auch darum, Einkommen zu stabilisieren und auch die Einkommen von denjenigen zu stabilisieren, die in Österreich Pensionen beziehen. Das sind 2,2 Millionen Menschen. 2,2 Millionen Menschen, die ganz einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, in der Krise auch Nachfrage und die Konjunktur zu stabilisieren. Und wir haben zuletzt auch den Auftrag, unser Pensionssystem nachhaltig finanzierbar zu halten. Auch das eine zentrale Aufgabe. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, mit dem, was wir heute hier beschließen werden, mit den Pensionserhöhungen, versuchen wir nicht nur, diesen Aufträgen auch nachzukommen. Ich glaube, wir erfüllen sie auch. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist halt nicht so, dass man irgendwelche willkürlichen Zahlen für eine gesetzliche Anpassung heranzieht, sondern es gibt eine gesetzliche Regelung. Und es gibt den Begriff der rollierenden Inflation, den wir vermutlich seit den Kollektivvertragsverhandlungen heuer auch kennen. Und diese Inflation geht eben über 12 Monate und über diesen Zeitraum wird die Inflation herangezogen und entsprechend diese Inflation danach eben auch Sozialleistungen künftig, wir werden ja dann noch darüber abstimmen, aber auch die Pensionen im Nachhinein erhöht. Und dieser Anpassungsfaktor ist 5,8%, der ist valide, der ist gesichert, das ist keine Spekulation, wie es der SPÖ vorschwebt, das ist klar und um diesen Anpassungsfaktor werden die Pensionen zuallererst einmal erhöht. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, weil wir natürlich wissen, dass die Einkommenssituation und die Inflation weiter vorangeht. Ja? Genau deswegen haben wir eben auch diese Einmalzahlung, diese Direktzahlung im nächsten Jahr von einem Drittel der Pension bis zu 500 Euro, abschleifen bis 2500 Euro für die durchschnittlichen, für die niedrigen und für die mittleren Pensionen. Und interessanterweise, wenn wir das dazuzählen, diese Einmalzahlung, insgesamt zur Pensionserhöhung kommen wir auf eine durchschnittliche Pensionserhöhung von 8,2%. Das entspricht in etwa der Inflation. Und wissen Sie, was mich sehr ärgert? Was mich sehr ärgert? Da herinnen, der Kollege Leichtfried hat es wieder gemacht, der wird über die Einmalzahlungen immer so geredet, so, was ist denn das schon? Lassen Sie sich nicht für dumm verkaufen, wurde schon behauptet in Aussendungen. Ja? Oder das ist Rostdeutscherei, Einmalzahlungen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist leider schon so, dass der Standort nur allzu oft den Standpunkt beschreibt. Weil wissen Sie, wie oft unter SPÖ-Sozialministerinnen Einmalzahlungen im Rahmen des Pensionssystems getätigt wurden? Ganze 4-mal. 2007, 2008, 2009, 2016. Weil der Kollege Wurm schon dasteht, unter FPÖ-Sozialministern 2001, 2002, 2003, 2004. Ich kann mich nicht erinnern, dass damals von irgendeinem sozialdemokratischen Abgeordneten, von irgendeinem freiheitlichen Abgeordneten von Rostdeutscherei, von Dummverkaufen, von Babuffen, sonst was die Rede war. Nein, man war eher stolz darauf, das gemacht zu haben. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, dank dieser Maßnahmen
schaffen wir es tatsächlich auch in dieses Pensionssystem, in diese Pensionserhöhungen eine sozial gerechte Staffelung zu machen, wo die niedrigsten Pensionen, die Mindestpensionen, die Ausgleichszulage auf 1.110 Euro erhöht wird. Das ist ein Plus von 7,8% mit der Einmalzahlung auf über 10%. Die durchschnittliche Pension, habe ich schon erwähnt, auf 8,4%. Und wir ziehen einen Deckel ein, dass die Pensionen, die Sonderpensionen, die hohen Pensionen maximal das bekommen, was eben die 5,8% bis zur Höchstbeitragsgrundlage ausgezahlt wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist eine Maßnahme, diese Pensionserhöhung ist eine zentrale, wichtige Maßnahme für 2,2 Millionen Menschen in diesem Land, die Teuerung und die Inflation und diese Krise bestmöglich bewältigen zu können. Es werden weitere Maßnahmen heute noch hier beschlossen, es wird auch weitere Maßnahmen noch geben künftig hin, aber das ist ein wesentlicher, wichtiger Schritt. Ja, wir tun unser Bestes. Danke. Wir tun unser Bestes. Markus Kotzer war das von den Grünen. Er ist Sozialsprecher seiner Partei. Mit den Direkt- oder Einmalzahlungen im nächsten Jahr zur Pension würde die Pensionserhöhung dann der Inflation entsprechen, sagt er. Und auch SPÖ und FPÖ, SozialministerInnen, hätten auf das Instrument dieser Einmalzahlungen zurückgegriffen.